Leute, was geht? Das ist JB Cars TV. Ihr kennt den Typen hier neben mir vielleicht, der Sebastian. Er hat mir geholfen bei dem Videospiel versus Reality Sketch. Und ja, wir machen die Rückwärts-Wort-Challenge. Was wir machen werden, ist, jeder von uns sagt dem anderen einen Begriff, in diesem Fall einen Autonamen, und der andere muss versuchen, ihn rückwärts auszusprechen. Und ich werde dann hinschreiben, ob wir es geschafft haben oder es nicht geschafft haben. Bist du bereit? Ich nicht. Ja, aber dann würde ich sagen, legen wir doch los mit dem ersten Begriff für dich. Einfacher Name: BMW M3. Jerme Efrep. Okay, dann nehmen wir probieren. Jerme Efrep. Das klingt so bescheuert, aber glaub mir, rückwärts klingt's besser. Efrep. Und das war ein leichter Begriff. Oh, scheiße. Aber du darfst den nächsten aussuchen. Aber mach's kurz. Mach. Audi R8. Tra. Re. Idua. Audi. Her. Ach. Oh Gott. Und jetzt so. Trare. Iwat. Slawi. Herak. Das war Daui. Scheiße. Passt schon. Ich mach den nächsten, okay? Okay. VW Golf. Flo. Wef. Fev. Ulf. So, oder? Ja, also, Golf. Lass mich mal probieren. Okay. Flog. Wef. Fev. Golf. Nee. Nee, ist ein V, nicht Fe. Flog. Ev. Waff. Fau. Ewe. Golf. Fau ist Waff. Oh Gott. Oh mein Gott. Das Schlimme ist eigentlich, man denkt so ein Name wie, keine Ahnung, Porsche 911 ist leicht, weil 911 ist ja nur drei Zahlen. Aber die Zahlen muss man aussprechen rückwärts im Zweifelsfall. Ich glaube, wir machen nicht Porsche 911, oder? Eschrop. Eschrop? Ist es Eschrop? Porsche. Ja. Ich glaub schon. Okay. Nee, ach, nee, mein Auto von hinter den Kulissen. Hyundai U20. Ui. Oh Gott. Okay, warte, lass uns. 20. Zignabz I. Und dann kommt Hyundai. Nui? Nee. Nui? Nui? Oh Gott, das bringen wir nie zusammen. Oh Gott. Warte. Gut, also ein letztes Mal probieren wir das jetzt nochmal. Hyundai i20. Gitz. Namts. I. Jade. Nuich. Ja, Moment, wir wissen also nicht, ob das tatsächlich gut klingt. Hyundai. i20. Ferrari F40. Hier, Jif. 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 Er spricht mir eigentlich wirklich sehr, eigentlich 40. Gitz Jif. Iraref. Ferrari. 40.
Wieso klingt doch alles rückwärts so behämmert? Zig, Ref, Irra, Ref. Das sollte es hoffentlich sein. Also, Ferrari, Ferris. Wir probieren das nochmal mit hinter den Kulissen. Ford geht hin. Oh, das könnte leicht sein vielleicht. Et Egg. Drauf. Edeck drauf. Edeck drauf. Klingt russisch. Okay, probieren wir nochmal eins von dir. Mercedes Vito. Oh Gott. Vito ist leicht, das ist Ito. Mercedes ZSRM. Also Itof ZSRM. Mercedes Vito. Und wir reden schon wieder Russisch. Ist die russische Sprache einfach nur eine andere, nur rückwärts? Ja, okay, sicher noch. Conspiracy Theory confirmed. Gehen wir mal in die schwierigen über, da wir jetzt ein paar leichter hatten und es einigermaßen gut funktioniert hat. Also. Leicht. Relativ leicht. McLaren MP412C. Jetzt Mülls. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was hab ich gesagt? Mekalken? Nee. Nee. Mekalken? McLaren? Wenn es für euch genauso schwierig ist, dann probiert das mal zu Hause. McLaren Renalken und dann MP412C ist Eds Flölfts Jef App Me. Ich setze das dann im Editing einfach zusammen und hoffe, dass es der richtige Name ist. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. Probieren wir noch zwei letzte. Ne, jeder einer noch. Jeder hier einer noch. Es darf komplizierter sein. Mercedes-Benz C63 AMG. Ach Gott. AMG. Egma. Was war's? C63? AMG. Du, ganz ehrlich. Wieso nehmen wir nicht einfach den Namen vorwärts? In rückwärts. Tun so, als würden wir ihn rückwärts sagen. Oh, wieder umdrehen. Und es klingt genauso wie vorwärts. Oder ist das zu auffällig? Ist zu auffällig. Ist zu auffällig. Wir machen uns lieber die Arbeit. Oh Gott. Gitz ches nur jerd? ZSRM, warum Mercedes? ZSRM. Okay, okay. Dann müssen wir es nur noch zusammensetzen und dann haben wir zumindest mal den. Also. Wieso machen wir das? Engme A. Gitz ches nu jerde. Etz. Znebe. ZSRM. Das müsste es eigentlich sein. Ich hoffe, dass das rückwärts relativ gut klingt. Mercedes. Benz. C. 63. AMG. Wie lange haben wir daran jetzt rumgewerkelt? Mindestens 2 Minuten. Mindestens. Okay, hinter den Kulissen haben wir ein weiteres Auto. Lamborghini Aventador. Oh Gott! Nein! Okay. Zumindest sind es keine blöden Zahlen drin, also probieren wir es. Okay. Silbenmäßig. Aventador. Rod. At. Nev. A. Rodat Neva. Das müsste Rodat Neva. Rodat Neva und dann noch Lamborghini. Ich habe nicht gemerkt, dass das war. Ich habe das andere auch schon vergessen wieder.
Inigrobmal. Okay. Rob at Lever. Inig. Ich hab's schon wieder vergessen. Nee, jetzt weiter. Inigrobmal. Jetzt ab. Okay. Mach schnell. Rob at Lever. Inigrobmal. Bitte lass das beste Wort sein. Bitte lass es das beste sein, rückwärts. Lamborghini. Auf jeden Fall der Woche. Wie ich mir das gemerkt habe, Inigrobmal ist Igin als Name, weil, ja, keine Ahnung, Rob, also Rob klingt wie ausrobben, also Rob, so, ne? Und dann Mal ist das französische Wort für schlecht. Heißt, Igin hat die Bank schlecht ausgeraubt. Ein letztes und ich möchte eins meiner absoluten Lieblingsautos. Königsegg Regera. Areger? Das klingt sogar rückwärts wie Regera. Areger. Was zur Hölle? Illuminati confirmed. Okay, Areger und dann Königsegg. Gesgin? Gesgin? Ragera. Ragera? Ragera, Gesgin. Ich weiß nicht, wo ich in Gesgin bei Königs. Oder Königs. Exginöck. Exginöck. Okay, und das andere war? Aregnek. Nee. Ageger ist für. Keine Ahnung. König. Wir sind kurz davor, komm dann. Areger Exginöck. Okay, ich glaube, ich hab's. Oh Gott. Ich hab's vergessen. Argerek? Nein. Doch, Regera Argerek. Nee. Arek. Gut, also wenn jetzt meins rückwärts falsch ist, dann tut's mir leid, dass ich so drauf bestanden habe. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte driftet eure Finger über den Abonnentenknopf und wenn ihr Mitleid mit meinem Kissen da hinten habt, dann bitte liked das Video. Und ansonsten sehe ich hoffentlich alle von euch in den nächsten Videos. Ex-Wiesen-Reibs-Sag-Ü-Tschu-Iwe-M-Gelerben-Fluch-Gebleich-Neu-Zau-Wiesen-Kerle-Fün-Gene-Hin-Küchen-Ne-Ex-